Dein Wunder wird geschehen, du musst nur weitergehen. Hab es so oft erlebt, Wunder geschehen. Deborah, kannst du mir helfen? Ich kämpfe wieder mit meiner Essstörung, die sich wie ein Riese zwischen mir und meinen Gedanken aufbaut. Und ja, ich kann heute helfen, weil ich es selbst so hart durchlebt habe, weil ich selbst mindestens 100 Rückfälle hatte und weil ich weiß, was es bedeutet, sich mit letzter Kraft an Gottes Hand festzuklammern, um zu erkennen. Jetzt braucht es ein Wunder. Aus eigener Kraft packe ich das nicht mehr. Als David vor seinem Riesen namens Goliath stand, sah dieser optisch auch unüberwindbar aus. Doch David hatte ebenfalls schon zu viel mit Gott erlebt, dort, wo es keiner mitbekommen hatte. Er hatte Kämpfe in der Einsamkeit gekämpft, ohne Publikum, Kämpfe, von denen keiner wusste. Doch er wusste: Gott, wenn du jetzt nicht eingreifst, habe ich verloren. Selbst König Saul lachte David aus, als dieser den Kampf gegen Goliath aufnehmen wollte. »Das ist unmöglich! Wie soll ein junger Mann wie du den Zweikampf mit diesem Philister gewinnen? Du bist ja noch fast ein Kind! Er aber ist ein erfahrener Soldat.« Und hier erinnerte David ihn und auch sich selbst an alles, was er schon mit Gott erlebt hatte. »Als ich die Schafe und Ziegen meines Vaters hütete, kam es immer wieder vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel, ein Schaf packte und es wegschleppen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und riss ihm seine Beute aus dem Maul. Stürzte er sich dann wütend auf mich, packte ich ihn an der Mähne oder am Fell und schlug ihn tot. So habe ich mehrere Löwen und Bären erschlagen.« Daraufhin ließ Saul ihn kämpfen. Und wie wir wissen, gewann David diesen Kampf gegen den Riesen. Deine Kämpfe in der Zweisamkeit sind wertvoll. In der Zweisamkeit wirst du erkennen, dass du ohne Gott nicht weiterkommst, doch dass du mit Gott immer ans Ziel kommst. Danke für dich. Dein Wunder wird geschehen, du musst nur weitergehen. Hab es so oft erlebt, Wunder geschehen. Dein Wunder wird geschehen und du wirst mich verstehen. Du es selbst erlebst, ein Wunder für jeden Tag.